Oh, jetzt gehen wir diesen Weg hier eigentlich weiter. Ich habe mal kurz mich mal kurz informiert, was man mit dem Käse so alles anstellen kann und je nach Käsesorte und was man herstellt, kann man das dem Hamsterchen füttern und der macht dann halt eine besondere Fähigkeit, was dann halt natürlich geil wäre. Das sollen wir uns genau anschauen. Jessica macht na Knister. Angelo, habe ich eigentlich noch nicht so was Fettes. Wollen wir das mal ein bisschen leveln eigentlich, dass wir mal ein bisschen auf die Dinger genau zugehen. Hey, ich hab's damals versemmelt schon, mich nicht auf eins zu konzentrieren, sondern immer so Mischmasch, weil ich ja die Sichel, dachte ich so, nimmst du die Sichel nicht, nimmst du lieber die Äxte. Gut, bei Angelo habe ich schon drauf gewartet, dass er Bögen nehmen kann. Naja, kann man nichts gegen machen. Oh, wir müssen hier irgendwo rum. Und da scheint es einen Höhleneingang zu geben. Oh, Monster tauchen auf. Jemambo-bu. Oh, die können bestimmt irgendwas Dummes. Und das Dumme will ich eigentlich nicht herausfinden bei denen. Mal Knister. Ach so, mal alle. Mach mal einen Schlummerfall da drauf. Das sieht aus, als ob die sich kombinieren können oder so. Bauch, Kopf, zwei Arme. Also ich will es nicht herausfinden, sollte es doch so sein. Erst, dann können sie sich hoffentlich nicht kombinieren wieder. Und es scheint wirklich so zu sein, dass irgendwas passiert. Ist jetzt noch nicht? Kann aber nur eine Vermutung sein. Ja, guck mal. Zumindest schon mal tot. Alles klar, jetzt können wir. Ja, ich wollte gerade eigentlich durchklicken, dass wir direkt viel Schaden verteilen können. Naja, erledigt. Eine Höhle. Kann das so eine Durchgangshöhle sein, oder? Dann kommen wir nämlich zum Schloss. König von Schloss, König von Schloss. König von Schloss, müssen wir da hinten in sich. Ja, hallo Schleims. Machen wir einen Mitteplatz hier, Jessica. So vielleicht. Oh ne, warte mal, der kann noch. Säusel! Geil! Mit einem Schlag. Na gut, 8 Erfahrungspunkte. Da ist die Schloss, die Schloss, die König von die Schloss. Ist da vorne ein kleines Dorf? Und nur schauen, wie wir da hinkommen. Ich gehe mal hier lang. Da unten ist der Schatztruhe, da gehen wir später mal hin. Okay, normalen Angriff, normalen Angriff. Jessica, mach du mal das. Und Angelo, mach mal vielleicht Säuse. Ach nee, Säuse. Tschüss. Weiter geht's, so weiter geht's. Was erwartet uns am Schluss? Auf jeden Fall mit so einem Giftnebel um. Ja, so ein Nebel auf jeden Fall umzogen. Ob das jetzt Gift ist oder so, das weiß ich nicht. Da hinten war gerade ein Fehler. Monster tauchen auf. Mach du mal Haya. Mach du mal Haya. Komm. Na, bleib doch noch wach. Hallo. Es geht nicht so. Hallo! Hackt's bei euch? Oh, macht einfach Haya. Ja, machen wir wieder so. Machen wir einfach den Zauberstab mal gucken. Dilidid, dilidid.
Krallen sollte ich mir definitiv gleich, das steht fest. Meister habe ich nicht mehr. Tschüss. So, machen wir jetzt einfach ganz schnell so. Eat this. Na. Ja, dann machst du die halt zuletzt jetzt kaputt. Jetzt kommt noch Bo. Wo? In dem Bo. Nochmal alle heilen. Dauert mir sonst zu lange. Ja, Mittelheilung. Auf den Schluss. Ah, direkt rein. okay. Hallo. Sieht man ja. Da sind doch eh keine drum, nur ein Tor gewesen. Ein paar auf dem Boden, ein paar ein bisschen hier, ein bisschen da. It's so beautiful, nicht. Ja, Bildfehler. Way. Ah, ich kotzen. Ich kann es ehrlich sagen. What's this? Hello? Speak to me. Your Majesty. The sealed chamber? Ich überspringe das mal schnell, weil das ein bisschen gerade nervt mit dem immer mit dem Fehlern hier. Ich würde euch gerne das alles zeigen, aber kriege ich das nicht so her. Gut, das kennen wir, da zieht er den Stab raus. Und verwandelt die alle. Oh, geht raus aus der Szene. Ja. Lebende Pflanzen, yay!
Oh nein. Sobald es irgendwo drin spielt oder so, dann ist die Szene komplett weg. Man kann doch nicht mehr was sehen. Ah, jetzt.